Hallo, heute mal ein ganz kurzes Video über Glaube und Wissenschaft. Wir haben Aussagen über Wing Chun, die weit zurückreichen in die Anfänge des Wing Chun und in einem Klassiker der Wing Chun Literatur, der deutschen Literatur, steht drin: Die Kampfkunst ist die beste, die in kürzester Zeit zu erlernen ist. Ja, Wing Chun als praktisches Mittel der Selbstverteidigung ist wissenschaftliches Wing Chun. Wenn man solche Aussagen überprüft und sie wörtlich nimmt, dann haben wir ja ganz rein rational schon mal verschiedenste Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn wir eine praktische Selbstverteidigung machen möchten und sie entwickeln. Wing Chun ist in der Überlieferung etwa 300 Jahre alt. Da gibt es überlieferte Prinzipien, die fundamental sind für unser Kampfkunstsystem. Die Zentrallinie, die Gleichzeitigkeiten, der Nahkampf, der Kontakt und die Kraft des Gegners sich zunutze machen, niemals Kraft gegen Kraft anzuwenden, all die Dinge sind seit Jahrhunderten überliefert. Wo deren Ursprung liegt, wissen wir natürlich nicht, aber sie sind überliefert. Und Sam Kwok, der ja aus der Linie der Familie Ip kommt, bei Ip Chun und bei Ip Ching gelernt hat, der war da sehr pragmatisch in der Herangehensweise, wie er Kung Fu unterrichtete, nämlich traditionell so, dass man halt innerhalb weniger Jahre bei einem durchschnittlichen Trainingsaufwand von 2 bis 3 Mal die Woche das System in 3 Jahren lernen kann. Wenn man das hochrechnet, hat man einen Zeitaufwand je nach Vorkenntnisse, je nach Talent, je nach Auffassungsgabe etwa 180 bis 250 Stunden, die man braucht, um Wing Chun ganz einfach, direkt und schnell zu erlernen, ohne Sektionen, ohne Wartezeiten, ohne all die Dinge, die eine praktische Selbstverteidigung komplizierter machen, als sie sein müsste. Denn in der praktischen Anwendung habe ich einen Angriff, ich habe eine unmittelbare Gefahr, die ich abwehren muss, und dann muss ich natürlich auch in der Lage sein, unmittelbar auf die erste, die zweite, die dritte Attacke wirkungsvoll reagieren. Das ist kein Hexenwerk, aber es ist doch schon festgelegt in der Natur der Sache, dass die Bewegung einfach und direkt sein müssen, weil ich sie sonst unter Stress gar nicht anwenden kann. So, und jetzt haben wir natürlich ganz viele Auffassungen darüber, wie man Wing Chun praktiziert, wie man die Prinzipien auslegt. Und Sam Kwok sagte dazu immer auf Englisch: We are not teachers, we are preachers. Also wir sind keine Lehrer, wir sind Prediger. Und genau das ist der Punkt, wo man innerhalb der Szene viele Menschen unterwegs sind. Sie wandern dann von der einen Schule zu der nächsten. Viele kommen auch hier vorbei, möchten gerne den Unterschied sehen. Und wundern sich dann eben tatsächlich, dass viele Dinge ohne Sektion, ohne Kniespannung, ohne den Ellenbogen an der Zentrallinie viel, viel einfacher werden. Und können dann eben tatsächlich den Unterschied sofort merken. So, Unterschiede merken, überprüfen, ist praktische Wissenschaft. So, und zu diesem Thema habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden von 1993 von Herrn Kernspecht. Dazu heißt es: Die Wing Chun-Prinzipien haben nicht nur für die Vergangenheit Gültigkeit. Wir dürfen die verschiedenen Wing Chun-Kampfkünste aber auch nicht alle über einen Kamm scheren.
Wir sind frei in der Interpretation, wie wir die Bewegungen der Form, der Holzpuppe, der Doppelmesser und des Langstockes anwenden, solange das Ergebnis logisch, praktisch und wirksam ist, solange es der Praxis und der Prüfung standhält, lehnen wir Innovativität nicht ab, sondern wir begrüßen sie. Sinnvolle Kreativität kann Wing Chun nur bereichern und stärker machen. So, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, jetzt kommt die Hauptaussage. Aber wir sind der Auffassung, dass die Grundtechniken des Wing Chun nicht verändert werden dürfen. Auch die Wing Chun-Theorie kann nicht verändert werden. Sie ist die Essenz des Wing Chun. Sich von ihr zu entfernen, würde bedeuten, sich von Wing Chun zu entfernen. Dann ist es egal, wie hart man seine Techniken übt. Ohne die richtige Theorie sieht es nur so aus wie Wing Chun. Aber es kann kein Wing Chun sein. Hat er recht. Kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Vielleicht die eine Frage, warum ist es dann reformiert worden? Nur mal so zum Nachdenken. Wenn ihr eure Meinung dazu habt, wie es in der Wing Chun-Szene aktuell aussieht, wie ihr die ganze Entwicklung seht, dann gebt mir doch mal bitte eine Rückmeldung in den Kommentaren. Wir können da gerne diskutieren und wir können uns gerne weiter darüber unterhalten, wo denn das eigentliche Problem liegt in der Auffassung darüber, wie Wing Chun zu praktizieren ist. Vielen Dank.